Oh. Okay. Ich habe nichts gesagt. Am Hebel ziehen. Na gut. Was ist los? Geh auf. Danke. Cape Johnson? Carolyn? Was? Ihr habt euch auf der Party jetzt schon kennengelernt. Erlaubt, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Cape Johnson. Mir gehört die Firma. Das weiß ich. Die Stimme von vorhin gehört Carolyn, meine Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Stimmt doch, Carolyn? Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma und wird schon rein, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Aha. Wo seid ihr beide? Seid ihr echt? Seid ihr Aufzeichnungen? Seid ihr Einbildung? Hm. Wo soll ich hin? Aperture Science Innovations. Hm. Glaube ich, steht da. Hier ist mir definitiv dunkel. Wow. Wow. Ich will Gordon Freemans Taschenlampe. Ja. Augenblick. Das bringt mich gerade auf eine Idee irgendwie. Moment. Das machen wir nochmal so. Und so. Und jetzt will ich was versuchen. Ob ich mich hier irgendwo hinschleudern kann. Das könnte ja sein. Mal gucken. Wow. Oha. Durch das Aperture-Logo. Das scheint noch eine alte Version von dem Logo zu sein, weil das sieht nicht wirklich wie so eine Ventilöffnung aus. Oder Ventilöffnung, wie nennt man das? So ein, wie nennt man das? Aperture auf Deutsch, wie nennt man das? Ich hab's vergessen. Sowas wie Linsenverschluss oder? Keine Ahnung. Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßgel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Blaue Linie? Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterin DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Okay. Cave Johnson, das ist er also. Hi. Und das sind ein paar Pokale von ihm wahrscheinlich. Okay. Ich wünschte, ich wäre auch hier empfangen worden und nicht in so einer Betonzelle. Hm. Na gut. Das ist irgendwie schön hier. Also, ich soll mich entscheiden zwischen einer blauen und einer gelben Linie. Will ich das Rückstoßgel testen oder will ich gegen Gottesanbeterinnen kämpfen? Ich würde sagen, es kommt drauf an, ob die Gottesanbeterinnen Normalgröße haben oder ob sie irgendwie mutiert sind. Hm. Naja, gut, Aufzugkontrolle. Bitte für einen. Ja, für einen Arbeiter warten. Auf einen Arbeiter warten. Da kommt aber keiner. Gut, dann mach ich selber. Ich bin so böse. Ich hab den Knopf selber gedrückt. Und? Wo führt mich das hin? Verdammt, ist das alles groß. Habe ich das schon erwähnt? Das ist gigantisch. Das ist extraordinär. Das ist exorbitant. Das ist gigantomatisch. Das ist gigantomös. Das ist... Ich bin da. Und ich hätte auch die Treppe nehmen können. Na, nee, danke. Da laufe ich lieber so. Ich meine, da nehme ich den Lift. Ich kann zoomen. Stimmt. Habe ich ganz vergessen.
Also ich habe es auch noch nie gemacht im Let's Play, aber ich habe gelesen, dass man das kann. Und ja, da hätte ich mir einige Arbeit erleichtern können, um ein paar Sachen zu lesen. Ups. Au. Das war dumm. Werde ich irgendwo in der Nähe wieder respawnt? Das wäre nett. Death Count 5, glaube ich. Man kommt immer eine neue Ladezone, je nachdem, wie weit man fortgeschritten ist. Das ist auch schön. Okay, ich sollte nicht einfach so irgendwo langlaufen, ohne zu wissen, wo lang. Nein, das ist auch dumm. Das ist etwas schlauer. Jetzt. Wenn du dich schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt, ist das völlig normal. Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt, der Blut in Benzin umwandelt. Es bedeutet also nur, dass der Laser funktioniert. Ach so, schön. Wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst, sag einem Mitarbeiter Bescheid. Denn höchstwahrscheinlich wirst du in irgendeiner Form Cola ausscheiden. Das ist nur ein vorübergehender Effekt. Wenn er aber länger als eine Woche anhält, besteht Grund zur Sorge. In dem Fall benachrichtige uns bitte umgehend. Für die Dauer des nächsten Tests richten wir einen Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Das ist pure Grundlagenforschung. Wozu es gut ist, wissen wir nicht. Vielleicht passiert gar nichts. Im besten Fall verfügst du hinterher über Superkräfte. Im schlimmsten Fall über Tumore, aber die schneiden wir wieder raus. Ihr macht Tests, ohne zu wissen, wozu sie gut sind. Ja, schöne Einstellung. Würde ich auch machen. Gut, ja. Wo soll ich denn hin jetzt? Kann ich irgendwo ein Portal machen? Irgendwo an einer neuen Stelle, wo ich es vorher nicht konnte. Ich sehe leider keine. Ah, Moment. Soll ich mich irgendwo schleudern? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich muss mich irgendwo schleudern. Ach du meine Güte. Ich sehe gerade keine Stelle, wo das möglich wäre. Es kann daran liegen, dass ich nicht so weit nach unten gucken kann. Augenblick. Augenblick, mal hier kurz nach unten gucken. Nee, sieht nicht gut aus. Mal gucken, ob ich einfach so da nach oben kann. Vielleicht sehe ich dann ja was Neues. Na, wow. Immer langsam. Gut, ich kann hier schon mal stehen. Das ist nicht schlecht. Das könnte mich eventuell weiterbringen. Aber ich weiß nicht wie. Ja. Was jetzt? Ich könnte mal gucken, was da so ist. Auch wenn ich hier schon war eigentlich. Ich sehe gerade keinen Weg, wie es weitergeht. Irgendwie. Vielleicht, wenn ich nochmal runtergehe. Was eigentlich etwas sinnlos wäre, aber ich könnte es ja versuchen. Vielleicht hätte ich auch dann da irgendwo runter, aber naja, da kann ich ein Portal öffnen. Ah, Moment, ich habe eine Idee. Ja, ich glaube, ich weiß. Moment, da muss ich erstmal die Stelle finden, wo das geht. Ja, da unten kann man ein Portal setzen. Ich muss mich nur irgendwie darunter fallen lassen. Und die Frage ist, wie? Wie mache ich das? Ach so, okay. Alles klar. Ja, wie auch immer der Text davon geht, aber naja. Das war gerade peinlich. Ich habe den Text nicht gekonnt, aber gut. Jetzt bin ich immerhin drüben, also kann mir keiner was sagen. Haha. Ist das ein Aschenbecher? Na, egal. Aschenbecher. Berühren. Sesam, öffne dich. Ha, ich hab's euch gezeigt. Ich hab Superkräfte. Der Supralaser oder wie auch immer der hieß, hat geklappt.
Brauche ich einen Code? Lass mich einfach da nach oben. Ich gehe davon aus, dass ich da nach oben muss. Also, ja. Get Flow. Du musst den Flow spüren. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt mal sein. Wo soll ich hin? Gleich da lang. Irgendwo. Da. Oder komme ich von hier? Ich glaube, ich komme von hier, oder? Moment. Fail. Death Count 6. Das war nicht beabsichtigt, falls ihr euch das vorstellen könnt. Naja. Das Logo hat offensichtlich im Wandel der Zeit einige Wandel durchgemacht. Was habe ich gerade gesagt? Hört lieber nicht auf mich. Gut, nochmal Hebel berühren. Und Tür öffnen. Diesmal ohne Spruch. Klappt auch so. Wo geht's denn eigentlich hier lang? Vielleicht hätte ich das mal nachsehen sollen. Vielleicht geht's ja hier weiter. Da kann ich einen Flow bekommen. Ja. Oh, hier kann man auch überall Portale machen. Tja. Ich würde sagen, dann geht's wahrscheinlich hier weiter. Dann. Ja. Okay, ich folge einfach mal dem Rohr. Das heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Aperture. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Genau, ihr haltet eure Händchen selber. Ihr haltet alle Händchen. Na gut. Ich nehme einfach mal den Aufzug. Und eine Ladezone nehme ich auch gerne in Kauf.